Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Und in dieser Folge kümmern wir uns mal um diese Mission. Der Brief Michiavelli oder so, bei den Trajastermen bringen. Ja, ich kann es halt einfach null aussprechen. Hallo, stopp mal ganz kurz. Weg. Was stimmt mit euch? Wer seid ihr alle? Wo kamen diese Mörder nur her? Was? Anhänger des Romulus, okay. Prozent synchronisiert. Keine Gesundheit verlieren. Sie müssen von hier gekommen sein. Oh, was genau sind denn das? Gucken wir uns mal an, kommen wir mal rein. Okay, und was? Die Hallen von Nero. Den Schrein der Romulus finden. Okay, es scheint irgendwie drei Hebel zu geben, die man wahrscheinlich alle drei aktivieren muss. Irgendwie. Kommen wir hier hoch? Nein, habe ich auch nicht gedacht. Ich habe noch keine geeignete Wand hier. Könnte man gut hochklettern vielleicht? Nein, auch nicht. Nee. Für die Säulen auch nicht. Dann können wir nach da. Nö, das meinte ich eigentlich nicht mit springen, aber okay. So, noch einmal bitte. Es war ein bisschen eng, aber... Also mit dem Wasser das Becken. Nummer 2.
So, und jetzt müssen wir irgendwie noch auf die andere Seite kommen. Ich würde das mal hier rüber versuchen wollen. Und ich muss ganz kurz hier das Mikro anders hinhängen. So. Dann haben wir Nummer 3 aktiviert. Das sieht doch aus, als würde es einigermaßen funktionieren. So, und Nummer 4. Sehr schön. Habt ihr nicht gesehen? Ein bisschen vorsichtig. Jetzt kratzen. So, wo sind denn hier Gegner, wollte ich gerade sagen. Oder wir erstmal ein Borginia-Banner entfernt. Somit da einfach wieder rüber, oder? Aha. Das hat funktioniert. Ich bin ein bisschen erstaunt. So, und jetzt sind wir hier hinter dem anderen Tor. Da kommen wir irgendwie, warte mal, hier hoch. Ja. Dann machen wir den. Also wird drüben. Sehr schön. Okay, warte mal, hier kommen wir wieder hoch. Ah ja, das macht Sinn, was ich gerade tue. Hier ist nämlich eine Kiste, die hätte ich sonst gar nicht gesehen. Die können wir mal schnell plündern. Oha, 403. Nice. Sommer nicht verkehrt. So, aber wie?
want. Da drüben. Aber wie kommen wir da hin? Kann ich an dir hoch? Nein. Kann ich an euch hoch? Nein. Geht doch nochmal hier hoch. Moment. Kurz was ausprobieren. Ja, ich wollte eigentlich, dass du... Okay, das wollte ich eigentlich nicht. Komm ich da hoch? Nein, okay, auch nicht. Hä, aber wie soll ich denn da rüberkommen? Also... Mal im Ernst. Da muss ich kurz drüber nachdenken, bin ich ganz ehrlich. Wenn ich hier nirgendwo hochkomme, komme ich. Fehlgeschlagen, die volle Synchronisation, weil ich nicht innerhalb von 8 Minuten die Mission beendet habe. Alles klar, läuft. Da komme ich immer noch nicht hoch. Da komme ich nicht hoch. Also ich muss ganz klar irgendwie darüber, aber wie komme ich denn da hin? Jetzt gedacht, aber ich komme da oben nicht hin, weil ich da nicht hochkomme. Da weiter hoch? Ich muss es ja ausprobieren, also mir bleibt ja gar nicht anders übrig. Nö, der kommt, der hält sich auch nicht fest. Das geht also nicht. Das geht immer noch nicht. Das geht nicht. Das wird mir nichts bringen. Das bringt mir nichts. Das bringt mir nichts. Das war super schlau. Bin ich zu blöd, diesen Weg zu finden, oder? Ich muss irgendwie ein bisschen zu dumm sein. Also, mal ganz im Ernst, das ist hier doch alles nicht umsonst. Warum komme ich denn da nirgendwo hoch? Und ich kann das ja auch nicht löschen, das Feuer. Das geht ja auch irgendwie nicht. Ich muss da drüben irgendwie ran. Aber wie? Wie soll ich da drankommen? Der Weg erleuchtet sich mir jetzt nicht.
Nein, nicht. Dieses Spiel. Es macht mich jetzt schon wahnsinnig. Ja, ich komme da nicht rüber. Es ist einfach, keine Ahnung, unmöglich. Ich weiß es auch nicht. Es müssen aber auch schon andere hier verzweifelt sein. Ja, irgendwie. Also daran hält er sich zurzeit ganz toll fest. Aber bringt mir halt nichts. Pass auf, ich mache hier mal eine ganz kurze Pause und schaue mal. Da sind wir schon wieder zurück. Ja. Was soll ich sagen? Ganz kurz in die Lösung schauen und beziehungsweise nicht in die Lösung schauen, ganz kurzes Nachschauen und ja. Das haben wir natürlich nicht probiert. Zeigt natürlich die totale Genialität dieser Aufgabe. Man kommt zwar von unten nicht an diese Statue, man kann natürlich dran springen. Das ist natürlich völlig klar. Hätte man ja auch mal selbst drauf kommen können, ne? Jetzt können wir eigentlich runter, weil für mehr taugt das nicht. So, hätte man auch irgendwie ja drauf kommen können. Aber gut. Ist jetzt so. Dann gehen wir mal hier hoch. Es hätte ja auch ein offensichtlicher Weg sein können. Die Statue hätte ja mal leuchten können oder so für Leute, die halt es nicht so einfach gefunden haben. Aber gut, was wollen wir uns beschweren? Es ist nun mal ein Kletter- und Suchspiel und ja, man kann ja auch einfach nicht alles sehen, ne? Das ist auch so. Ich überlege, wie ich da oben hinkomme. Moment, ich habe schon eine Idee. Das hat nicht funktioniert, aber ich hatte eine Idee. Immerhin. Das könnte. Nee, das geht nicht. Das hätte mich auch gewundert. Hinkommen tut man, wenn man über die Mauer klettert. Und ja, ist klar. Da kommt man nicht hoch. Da kommt man nicht hoch. Da kommt man zwar wahrscheinlich hoch, aber nicht darüber. Das ist jetzt so eine Fahne, ne? Das ist jetzt nicht ganz so mega wichtig. Aber irgendwie hätten tut man sie ja schon ganz gerne. Aber gut, dann ist das so. Banner.
Wie bekomme ich dich? Wenn ich hier durchgehe. Komme ich nicht da oben durch. Okay. Ich glaube nicht. Es war ein Versuch wert. Warum man sich hier nicht einfach festhalten kann, die zwei Kanten hochklettern kann, ist mir ein Rätsel. Also wie ich da hinkomme, ist mir... Also weißt du was, komm. Komm. Ich werde hier nicht die Zeit auch irgendwie so eine Scheiße verschwenden wegen der fucking Fahne, ey. Ganz ehrlich nicht. Okay, was soll man das für Viecher da sind? Von da kommen wir. Hier wollen wir lang. Glaube ich zumindest. Das macht zumindest sehr viel. Das macht sehr viel Sinn, ne? Mhm. Ach ja, ach ja. So, da kommen wir hoch. Das soll man in unter 8 Minuten lösen, aber sonst ist das Spiel nicht. Ach, an dem Turbon kann er sich jetzt festhalten. Aber klar. Also so ein bisschen... So ein bisschen nervig ist das ja schon, ne? Wenn ich klettere. Zumindest hier gerade in diesem Teil, weil alles etwas so stückig ist und so. Man sich so mega mühsam. Nun komme ich wieder hier hoch. Okay, haben wir uns also so eine kleine Abkürzung geschaffen. Das hat funktioniert. Falls wir abstürzen, haben wir da jetzt also einen Platz. Ne, ich möchte nicht. Wieso kannst du da jetzt nicht weiter rumklettern? Ist doch ein... Okay, du kannst einfach springen, okay. Anstatt, dass du da einfach weiter rumklettern kannst. 1000! Sehr geil. So, also nochmal. Ach, da geht das auf einmal, okay. Dann klettern wir uns hier ein bisschen mittiger und ein bisschen... Nehmen wir die Kiste hier auch noch mit. So. Und dann sind wir auch schon da. Checkpoint, sehr schön. Dort ist noch so eine Feder. Ah, ich hab's mir fast gedacht, dass man da nicht dran hochkommt. Da kommt man wahrscheinlich irgendwie hoch, 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 hoch. Rüber darauf oder so. Das funktioniert hier schon mal ein nicht so ganz, aber so vielleicht. Warte. So.
da kommt man so einfach wahrscheinlich dann hier doch nicht hin. Weil man da nicht so leicht drauf kommt. Da kommt man irgendwie rauf. Da kommt man rauf. Sehr gut. Aber da kommt man jetzt nicht rüber. Könnte helfen, wenn ich stürze. Ja. Ich hätte trotzdem die Stufe nach oben gerne noch gehabt, eigentlich. Einfach um darüber zu kommen, so ein bisschen. Das war knapp. Das war, habe ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz gesehen. Aber okay. Schön, dass es immer niemandem auffällt, wie viel Krach wir eigentlich die ganze Zeit machen. Perfekt. Ein Rückweg, wenn ich falle. Hauptsache, du kletterst jetzt mal langsam hoch. So, hier kann er sich gut hochziehen. Da geht das jetzt auch auf einmal wieder. So. Zack. 3 von 100 Bananen, das ist doch schon mal schön. Das funktioniert nicht. War ja fast klar. Aber das hier funktioniert ja wieder. Immerhin. Das ist schon mal sehr vernünftig, dass sie halt sowas eingebaut haben, ne? Dass man nicht immer alles mal machen muss. Das wäre ja sonst auch ein bisschen sehr hart nervig. So. Das war dumm. Wir wollen ja da oben rauf. Ah, einen Schritt zu weit gemacht. Ich war so im Elan drin, da habe ich einfach echt... läuft. Okay, aber wir sind ja Gott sei Dank relativ zügig wieder da. Dadurch, dass wir hier einen formidablen Zwischenabsatz haben. Zack, zack, so. Und hier gibt es viele Truhen. Oh, schade, das sind noch 100. Ich dachte, wenn überall jetzt 1000 oder so drin, das wäre irgendwie geiler gewesen. Ist aber jetzt gar nicht nervig, hier 10.000 Truhen zu öffnen, anstatt alles in eine zu packen. So, machen wir erstmal die Truhen nebenan, weil ich glaube, wenn ich die andere aufmache, trigger ich was. Kann ich mir zumindest vorstellen. Alle mitgenommen? Ja, sehr schön. Schriftrolle 1 von Romulus. Ich lasse die Rüstung meiner Familie hier. Sicher einer der besten, die je angefertigt wurden. Möge sie dich, der du sie findest, im Kampf stärken. Andere Handschrift. Wir haben sie genommen und wieder hinter dir die eiserne Tür gebracht. Die 6 Schlüssel, die sie öffnen, wurden unter uns Brüdern verteilt. Wir werden sagen, sie kommen von Romulus und sie werden sie anbeten.
zoomen wahrscheinlich, um Bilddaten zu sehen. Also Zoom und um Bilddaten zu sehen. Zoom? Ah. Okay. Diese Schlüssel öffnen die geheime Schatzkammer der Anhänger. Durch die Luke in der Decke entkommen. Okay. Aber wo sind die hin? Nur 50% synchronisiert, weil innerhalb von 8 Minuten beenden. Dafür muss man es aber auch wissen. Also 8 Minuten ist schon sportlich auf jeden Fall. Für nichts wissen. Also müsste man auf jeden Fall nochmal spielen immer. Die Anhänger von Romulus. Diese Bande falscher Heiden terrorisiert die Stadt schon seit Monaten und treibt die Menschen in die Arme der Kirche. Wie praktisch. Genau. Ich vermute, die Borgia unterstützen sie. Doch Beweise dafür sind rar. Deshalb ist dieser Brief auch so wichtig. Hier ist er. Ich hoffe, ihr könnt ihn entziffern. Katzo! Schon wieder verschlüsselt. Dieser sollte doch eigentlich lesbar sein. Sie übermitteln sie mit einem Chiffrierblatt. Ohne das haben wir nichts. Manchmal ist Logik nicht der einzige Weg, eine Schlacht zu gewinnen. Andiamo, ihr sagtet, wir hätten Verbündete. Bringt mich zu ihnen. Folgt mir.